Und zwar muss ich hier natürlich auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, dass das nur meine eigene Meinung ist. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr eure eigene Meinung zu Black Ops 4 auch einmal mal in die Kommentare schreibt. Eventuell auch mit ein paar Begründungen, warum ihr das Game gut findet oder warum ihr das Game schlecht findet. Oder ob ihr mit meiner Meinung völlig eins seid. So, meine lieben Freunde und damit herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf dem Vibes Clan Kanal. Heute mal wieder ein Gameplay-Commentary. Heute seht ihr im Hintergrund keine Ahnung was für ein Gameplay, aber es wird wahrscheinlich vom QVG-Clan sein, vom Werden Gardu wird irgendein 100 Plus sein oder so. Falls ihr irgendwie einen Team-Channel haben oder so, verlinke ich euch den natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wird heute nichts sein. Auf jeden Fall habt ihr es wahrscheinlich heute schon im Videotitel gelesen und zwar will ich euch heute einfach mal erklären, warum BO4 gar nicht so scheiße ist, wie viele Leute meinen und warum ich das Game eigentlich gar nicht so kacke finde. Und zwar höre ich immer wieder von ziemlich vielen Leuten, auch mit denen ich persönlich ziemlich viel spiele, dass BO4 ja das schlechteste COD seit langem wäre und auch schlechter wäre als Ghost und was auch immer und bla bla bla. Und ich will euch heute einfach mal ein paar Fakten nennen oder meine eigene Meinung eher, warum ich persönlich selber eigentlich nicht finde, dass BO4 so ein krasser Flop ist, sondern eigentlich finde, dass BO4 sogar ganz gut geworden ist für das, was es sein soll. Und zwar muss ich hier natürlich auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, dass das nur meine eigene Meinung ist. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr eure eigene Meinung zu Black Ops 4 auch einmal mal in die Kommentare schreibt, eventuell auch mit ein paar Begründungen, warum ihr das Game gut findet oder warum ihr das Game schlecht findet oder ob ihr mit meiner Meinung völlig eins seid. Und fangen wir doch einfach mal mit meinen Fakten an. Und zwar ist BO4 das erste Call of Duty seit 5 Jahren, wo ich den Prestige-Meister überhaupt erreicht habe und wo ich auch mehr als 10 Tage Spielzeit habe. Das letzte Call of Duty, in dem ich das gemacht habe, war Black Ops 2. Und wenn ich überlege, dass ich hier in World War 2 Level 40 war und ich glaube 4 Stunden Spielzeit hatte oder so, ist das halt schon ziemlich krass. Aber ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, ich enjoy BO4 einfach extrem. Klar gibt es immer wieder Abfuck-Momente, aber die gibt es nun mal in jedem Online-Shooter. Nicht nur in Call of Duty, die gibt es in Fortnite, die gibt es in Rainbow Six und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle, dass man einfach irgendwann mal eine Downphase hat und einfach nicht so fit. Und ja, das ist halt immer so die Sache, warum viele Leute auch einfach abspringen von Call of Duty und eventuell auch sagen, boah, das Game ist voll scheiße, weil sie halt ziemlich oft aufs Maul bekommen. Argument, was ich auch ziemlich oft höre, ist, dass die 150 Leben und das Self-Healing-System oder dieses Selbstheilungssystem einfach nicht zu Call of Duty passen würden und dass das halt einfach das Spiel an sich kaputt machen würde und das ganze Spielsystem und whatever. Und ich muss das, um ganz ehrlich zu sein, verneinen, weil diese 150 Leben machen sich eigentlich nicht so krass bemerkbar, weil die Waffen eigentlich alle auf diese 150 Leben abgestimmt sind. Wenn man jetzt da beispielsweise so eine Sniper ranzieht, beispielsweise, keine Ahnung, du gibst jetzt mit der Paladin einen Hitmarker oder mit der Koschka oder mit der Outlaw oder whatever, gibst dem Typen jetzt einfach einen Hitmarker, dann kannst du ihm trotzdem einfach noch mit der Pistole oder boxen oder whatever. Er ist dann auf jeden Fall einfach One-Shot. Das war in anderen Call of Duty-Teilen auch so. Also ist das im Endeffekt nichts großartig anderes. Genauso das gleiche mit irgendwelchen normalen Waffen. Die Drop Rate davon, beziehungsweise die Time to Kill, hat sich nicht wirklich verändert zu anderen Call of Duties. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt natürlich keine Studien oder keine Belege oder whatever, dass das so ist. Aber es ist einfach meine Auffassungsnahme, wenn ich mal mit einer normalen Waffe gespielt habe, dann ist das eigentlich gefühlt genau die gleiche Time to Kill, die ich sonst auch in jedem Call of Duty hatte. Deswegen die Leute natürlich finden, dass man einfach länger braucht, um Gegner zu töten, ist, weil man sich natürlich während des Gunfights einfach selbst heilen kann. Was ich persönlich, klar, nervt das die Leute, die Tryhard-Waffen spielen und so weiter, aber gerade für die Sniper ist das halt ziemlich nice, weil wenn du, sag ich mal, auf dem Clip-Hype bist und jetzt beispielsweise 3 Leute schon geholt hast und was weiß ich, du hast jetzt noch 20 Leben oder so, entweder kannst du dich instant schnell heilen, dann einfach weiter in den Spawn pushen und weiter die Leute rapen. Oder wie es halt in den alten Call of Duties war, du versteckst dich halt und wartest, bis du quasi wieder, bis der rote Bildschirm quasi wieder weg ist, beziehungsweise der Bloody Screen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde dieses Selbstheilungssystem echt nice. Und das ist natürlich auch für Tryhards ziemlich nice, weil die sich einfach auch in ziemlich vielen Situationen extrem krass retten können. Klar nervt es die Leute ein wenig, aber wie gesagt, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden und finde es auch, um ehrlich zu sein, mittlerweile einen echt guten Bestandteil von BO4. Ziemlich viele Leute, die jetzt auch snipen oder überhaupt irgendwelche Clips erspielen oder was auch immer, complainen auch ziemlich krass darüber, oh, BO4 ist ja so scheiße, bla bla bla. Und ich habe letztens auch auf Twitter gelesen, alle Leute,
regen sich über BO4 auf, aber hitten im BO4 einfach ihre besten Clips. Und das ist halt einfach so. No joke. Also ich glaube, im BO4 habe ich so viele Clips gehittet wie in den letzten 5 Call of Duties zusammen, weil ich die letzten 5 Call of Duties zusammen einfach fast gar nicht gespielt habe. Klar hat man mal hier und da einen Clip gemacht, aber man hat es einfach nicht so gegrindet und so auf Clips geschwitzt wie jetzt in diesem Call of Duty. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass mir das Movement einfach so krass gefällt wie fast keinem Call of Duty zuvor. Du bist einfach krass agil, du kannst ziemlich kranken Scheiß machen, ohne dieses extreme Hochgeboosten und whatever. Und du kannst auch Trickshotten, also von daher ist eigentlich alles in einem Call of Duty, was ein Call of Duty so braucht, für einen Sniper-Spieler zumindest. Ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das Video jetzt quasi aus einer Tryharder-Sicht machen würde. Keine Ahnung, wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann frage ich vielleicht einfach mal den E-Crank oder Kevlar oder whatever. Je nachdem, ob der irgendwie einen Tryharder oder so zum Video machen will. Oder ihr macht einfach mal eine Videoantwort, wenn ihr jetzt beispielsweise selber Tryhard seid oder so. Und schickt uns das einfach mal auf Twitter. Das wäre natürlich auch ganz cool, wenn jetzt irgendwer von euch Tryhard ist und einfach mal seine Meinung quasi zu BO4 geben will, wie das Ganze denn aus einer Tryharder-Sicht aussieht, weil ich natürlich nicht so viel zu der Tryharder-Sicht sagen kann, weil ich halt nun mal ein Only Sniper bin. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt, dann macht darauf einfach mal eine Videoantwort und schickt uns das gerne bei Twitter. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass sich Leute darüber aufregen, dass es im Shop und auch im Battle Pass extrem viele Sticker gibt und bla bla bla, womit Treyarch ja nur Geld verdienen wollen würde und dies und das. Das Ding ist aber einfach, man muss sich diese Sticker und whatever nicht kaufen. Klar ist das jetzt ein Totschweigeargument und was auch immer, aber Leute, die sich darüber aufregen, sind ziemlich oft, ich will nicht sagen immer, aber ziemlich oft die Leute, die sich entweder schon mal sowas gekauft haben oder sich halt ziemlich oft den Battle Pass einfach komplett freikaufen. Und sowas mache ich persönlich nicht. Ja, ich habe auch schon Geld im BO4 gesteckt für die Jenseits-Tarnung, 40 Euro, habe sie dann aber nicht gezogen und seitdem habe ich auch nichts weiter eingesteckt. Ich habe die Jenseits-Tarnung dann irgendwann aus einem Random Pack gezogen, also es ist eigentlich relativ egal, ob du da jetzt Geld reinsteckst oder ob du es dir einfach erspielst. Du ziehst die Sachen sowieso irgendwann. Und wenn ich überlege, einer bei uns, der heißt Haget, der hat zum Beispiel bis jetzt in jeder Season hatte der einfach alle Items schon, weil der halt einfach viel spielt und deswegen auch einfach extrem viele Kisten hat, ja. Also von daher, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich persönlich finde, dass man sich über den Job aufregt und so weiter, was da drin ist, ist einfach nicht mein Geschmack. Also ganz ehrlich, Leute, ich muss euch auch dazu sagen, es ist keiner verpflichtet, sich Tarnungen zu kaufen, es ist keiner verpflichtet, sich Waffenvarianten zu kaufen oder was auch immer. Du hast dadurch weder mehr Schaden, du hast dadurch weder irgendeinen Ingame-Vorteil, deine Waffe sieht einfach nur anders aus. Was anderes passiert damit nicht. Natürlich ist das Ganze nochmal was anderes, wenn du jetzt beispielsweise irgendeine neue Waffe hast, wie jetzt beispielsweise die Locust, die jetzt schon auf der PS4 rausgekommen ist und die jetzt auch demnächst auf der Xbox rauskommen wird. Wenn ihr beispielsweise ein Locust-Video haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe mal, irgendwer von den Klammermann sieht das und vielleicht kann ich dann mal irgendwie auf den Account von demjenigen hoppen und kann dann mal 1, 2, 3, 4, 5 Runden für euch aufnehmen und daraus vielleicht so ein kleines Highlight-Video schneiden. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mal unten in die Kommentare Hashtag Locus. Und ja, ansonsten muss ich natürlich dazu sagen, klar ist BO4 kein perfektes Call of Duty. Es ist aber auch nicht so schlecht, wie viele es machen. Und von daher wollte ich einfach mal dieses Video machen und euch einfach mal so ein bisschen eventuell das Gewissen gerade rücken, dass BO4 vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie viele von euch denken, weil auch ziemlich viele, die sich über BO4 aufregen, eigentlich die Leute sind, die am meisten zocken. Und deswegen regt euch nicht immer so viel über Kleinigkeiten auf, sondern enjoyt einfach das Spiel, enjoyt den Grind, genauso wie wir. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer das sein wird. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Teilt das Video auch gerne und wie gesagt, wenn irgendwer von euch Tryhard ist und dazu gerne eine Videoantwort machen möchte, macht es gerne und schickt uns den Link per Twitter. Und dann werde ich eventuell in einem Livestream oder so drauf reagieren. Und ich würde sagen, haut rein!